Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Leute, ich bin ein Stück weiter gerannt und habe hier eine Leiche im Kreis gefunden. Eine Leiche im Kreis, was hat das zu bedeuten? Plündern Leichnam. Ich weiß nicht, warum die hier so tot liegt, aber es sieht irgendwie nicht schön aus. Und ich werde jetzt hier mal weiterlaufen in der Hoffnung, dass wir dann den Niskaru doch noch hier finden. Aber ich befürchte ja, nein. Ne? Ich befürchte ja, dass ich echt Ausgang für Ausgang ausprobieren muss. Aber ich dachte mir, bevor ich das jetzt auf die Art mache, laufe ich hier mal weiter, guck, was hier ist. Wenn es nicht klappt, kann ich immer noch zurück einen Cut machen und so weiter, wie ich halt letztes Mal erklärt habe. Und ja, ihr kommt alle auf mich zugelaufen. Ja. Und sie läuft schon weg, ja? Hat sie schon Schiss gekriegt? Sie hat Schiss gekriegt. Wo willst du hin, Madame? Wo willst du hin? Die lockt mich bestimmt hier zu irgendwelchen anderen Viechern. Guck mal hier. Da ist der bestimmt bei hier. Ja, was schlucken, was mich heilt, wäre nicht schlecht. Oh. Komm schon. Ja. Ja, komm, immer drauf auf die Kleine. Ja, meine Tränke gehen mir langsam alle. Ich merke das schon und bin immer noch nicht so ganz in Übung wieder irgendwie. Ich weiß nicht. Komm schon. Stirb jetzt endlich. Und du nervst mich auch total. Schluss jetzt. Schluss aus Ende. Die sind ja eigentlich gar nicht so stark. Aber wie gesagt, wenn die dann immer so ihre... ach, ich lasse es lieber, mich rauszureden, echt. Glaubt mir hier sowieso keiner mehr, irgendwann mal. So, ich habe ja noch so einen Singstein da hinten. Und andere schöne Dinge, die ich mir jetzt nicht angucken werde. Den nehmen wir auch noch mit. Seht ihr denn nicht? Seht ihr denn nicht? Die Hölle kommt uns holen! Schlaft nicht! Flieht nicht! Vergrabt euch! Grabt in die Erde! Bedeckt euch mit Schmutz! Bedeckt euch, grabt! Unter die Würmer, unter den Sand oder das Feuer verzehrt euch. Sie rufen den Dämon zurück, um den uralten Untergang zu beschwören. Er kommt, grabt! Okay. Wie ihr meint, ich gehe nochmal hier zum Galett-Tunnel. Ich glaube, das ist der schnellere Weg von der Seite gerade. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier rausrenne, will ich gar nicht, also rausrennen schon, aber das nicht aufheben. Wohin? Es wird irgendeiner der Ausgänge da oben sein, nehme ich immer noch mal an. Ach ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß es doch nicht. Muss ich rein? Muss ich hier draußen rumlaufen? Also das hatte ich ja auch so nicht erwartet. Dass es so kompliziert werden könnte, hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Und da oben ist auch irgendwas. Und hier sind wir doch wieder bei diesem...
Genau, wo diese gruseligen Geräusche sind. Das wird da irgendwo drinne sein. Ich blicke hier nur noch nicht durch, von der Karte her so. Das ist, ich glaube, ich muss hier rein. Oder so. Ich gehe mal hier in die... geht das, wenn ich hier... Nee, ich mach den mal... Nee. Kann ich hier nicht mal hinreisen? Oder hinlaufen? Nee, weil hier ja da ist... Wie komme ich denn hier weg jetzt? Das nervt mich mega. Oh, ich mache jetzt einen Cut und wir sehen uns gleich. Ich muss den Weg endlich mal finden, damit wir den Nebenquest lösen können. Bis gleich. Manchmal glaube ich, dass mein Gehirn irgendwo anders neben mir in der Schublade liegt und ich einfach so ins Spiel gehe. Auf jeden Fall soll ich hier in die Roten Marsche natürlich da, wo sie standen, und bin wieder in der Höhle und ich hätte einfach nur weiterlaufen müssen, wenn sie hier gestanden haben. Und das war mega hohl. Auf jeden Fall bin ich jetzt beim Niskaru. Und die anderen sind auch da. Und dann kriegen wir das bestimmt hin. So. Mega Power. Mach ich jetzt? Und warum kann ich nichts machen? Okay. Mit ihm hier los. Hallo. 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 Kann ich auch mal? Oh, ich sehe nichts. Echt, das ist toll. Mega geil. Leck mich! Endlich. Oh, wir haben ihn endlich. Mein Gott, und es war so einfach. Ich hätte einfach nur durch die Tür gehen müssen. Es war so klar. Aber es hätte ja auch echt sein können, dass da draußen, dass ich von außen dahin und... Oh Gott, es tut mir leid. Es ist manchmal so einfach und doch so schwer. Ich habe schon einige Kämpfe in meinem Leben gesehen, aber so etwas noch nie. Er war vielleicht mal ein Niskaru-Lord, aber jetzt ist er nur noch eine Erinnerung. Das Testament hat immer noch einen Zirkel in diesen Schluchten. Ich bleibe hier und sorge dafür, dass sie so etwas nie wieder versuchen. Aber ihr, auf euch warten andere Kämpfe. Das sehe ich. Nehmt eine Trophäe mit. Die Welt sollte erfahren, was hier geschehen ist. Oh, ich krieg eine Trophäe. Und du kannst meine Sachen wieder reparieren. Mach mal, vor allem hier immer die schönen, die Chakrams. Ach, ich kann nicht.
Ja, gut. Dann, warst du der Einzige, mit dem ich zu reden hatte noch? Und kann ich hier noch was mitnehmen, wenn ich schon mal hier bin? Ganz viel Gold. Ich meint. Meins ist das Gold. Ach, hier gibt es sogar noch... Ach, das ist nur eine Bandruhe. Das ist ja unnötig. Und ich... Ja, ich war knapp dran mit meinen Tränken. Ich habe zwischenzeitlich echt gedacht, ich pack's nicht. Bis ich den Dreh raus hatte, erstmal die anderen. Und dann kommt der Niskaro aus seinem Zauberkreis hier wieder, aus seinem Schutzkreis raus. Aber hat ja geklappt. Sehr schön. Hat aber auch echt lange gedauert. Aber ich dachte eigentlich, ich sollte noch hier mit irgendjemandem reden. Ja? Nee? Doch nicht? Na gut. Dann mache ich mal den Wegpunkt weg und kann ja quasi wieder zurück und kann nochmal gucken, was haben wir jetzt hier eigentlich. Oh, jetzt haben wir aber viele schöne Dinge hier. Nee, das kann ja wohl dann weg und ja, hier hätten wir den Vorteil, dass wir nicht die Macht hätten, sondern direkt in die Fassungen, in die Rüstungen Sachen einbauen könnten, aber irgendwie, ich pack das mal weg, das bringt ja nichts, das immer zu behalten, wenn ich die Macht einfach nicht habe. Da lohnt sich der hier mehr, aber wir haben hier 60 Leben drinne. Manchmal habe ich schon versucht, das über über das Gemmenschleifen hinzukriegen, aber das ist auch nicht so einfach, da das Leben zu erhöhen dann eben. Und manchmal ist es dann doch einfacher, Sachen zu finden, dann sind die schon fertig. Weil selbst wenn man die Komponenten einbaut, kommt man gar nicht immer auf die tollen Werte, die man manchmal findet. Aber gut, das schaue ich dann nochmal. Jetzt haben wir hier noch die Besatzlederhandschuhe, die sind nicht schlecht, da könnte man auch was draus machen. Was vielleicht mindestens so gut ist, wie das, was wir jetzt schon haben. Also das behalte ich mir mal vor und das packe ich weg. Dann haben wir wieder ein bisschen was im Plunder und ich werde mal alles zerstören. So, wenn jetzt noch irgendwas Schönes hier sein sollte, kann ich es auch mitnehmen. Aber irgendwie war ja hier gar nichts mehr groß dabei. Ich habe den Leuten geholfen. So wollten wir es tun. Machen wir mal wieder einen Spaziergang durch die Marschen? Genießt den Frieden jetzt, wo wir ihn errungen haben. Ja, mache ich. Und dann gehe ich mal wieder zurück hier in eure City. Wie heißt sie nochmal? Galette. Und frag mich... Waren hier noch mehr Leute? Hauptquest ja, nein. Wo könnten wir weitermachen? Ich hatte ja damals eigentlich gehofft, dass wir hier rauskriegen, was hier eigentlich passiert ist in der Stadt, warum die angegriffen wurde, aber irgendwie, ja, dann nicht. Die Frage ist halt, wo könnte man auf der Karte denn noch so hin? Also wir waren jetzt hier in der Gegend, aber hier hinten war irgendwie gar nichts. Hier wäre halt Adessa noch, da waren wir auch nicht. Wir könnten ja mal nach Adessa gehen, so. Einfach mal ein bisschen weg von der Wüste jetzt, wo wir wieder ein paar Nebenquests gemacht haben. Denn Adessa hat ja, soweit ich weiß, auch noch eine Menge zu bieten gehabt. Und wir waren selten noch eine? In der Stadt. Und in den Städten sind halt auch immer Leute, die Hilfe wollen. Und ich habe das bisher immer so vermieden, in die Städte zu gehen. Aber da könnte man ja jetzt mal ran. Also sonst habe ich sie ignoriert, die Leute. Jetzt könnten wir sie mal annehmen. Die Fragen, ja? Die Bitten, die Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Hallo, wir sind hier. Ja? Ja, wer will was von uns? Wer möchte was? Keiner. Ich bin doch für euch alle hier. Ich bin doch da. Was kann ich tun? Ist ja komisch. Wieso will denn jetzt auf einmal... Ach, guck mal, wir sind ja hier gerade in der Nacht. Vielleicht liegt das daran, dass die Leute hier alle gar nicht da sind, gerade die Hilfe brauchen. Die pennen bestimmt gerade alle oder so. Soll ich mich jetzt echt pennen legen? Hatte ich hier eigentlich ein Schlafgemach? Ich weiß es gar nicht mehr. Gab es hier eins für mich? So, machen wir mal die Stadt an. Ja, tatsächlich, genau. Waren wir überhaupt hier schon mal? Ich glaube, wir waren noch nie hier in Adessa, in unserem Zuhause, was wir damals was? Bekommen. Ja, wirklich. Wir waren hier wirklich noch nicht in unserem Zuhause. Das geht ja gar nicht, ne? Wo muss ich denn dafür hin? Ich laufe mal hier die Treppen hoch. Ich kenne mich in den Städten immer irgendwie was? Gar nicht. Hör auf, mich anzuwassen. Ich glaube, ich gehe mal hier. Guck mal hier. Aufschließen Sandsteingut. Yeah, das machen wir doch mal. Guck mal. Unser neues Zuhause. Oh, ist das schön. Hier, und hier ist auch einer. Ihr. Decanus Bruten. Ah, ihr seid es, die aus Alistair kommt? Ich warte schon eine ganze Weile auf eure Ankunft. Ich bin Bruten. Decanus Bruten von den Prätorianern. Ich wurde zu eurem Schutz hier stationiert.
Mhm. Mich beschützen? Wovor? Ich werde nicht lügen, Langbein. Ihr seid hier untergebracht, weil euch jemand im Auge behalten will. Und ich weiß nicht einmal, wer. Aber eines kann ich euch sagen. Ein Gnom, der in dieser Stadt Geheimnisse hütet, führt nichts Gutes im Schilde. Ihr solltet ihn finden, bevor ihr zu Schaden kommt. Oder jemand anderes. Glücklicherweise bin ich wohl nicht der Einzige, der von eurer Ankunft weiß. Hier sind einige Briefe von anderen besorgten Gruppen. Es könnten Hinweise sein. Was ist er denn für einer? Ihr heißt also Decanus Broten. Warum brauche ich Schutz? Wer interessiert sich so für mich? Meine Befehle kommen von ganz oben. Mehr weiß ich nicht. Mhm. Wenn ihr mich fragt, nur ein Templer hat genug Einfluss, um euch hier unterzubringen. Mhm. Wenn ihr noch mehr in Erfahrung bringen wollt, viel Glück. Wenn ein Templer unerkannt bleiben will, dann bleibt er das. Mhm. Und ihr heißt also Decanus Broten? Decanus ist nicht mein Name. Es ist mein Rang unter den Prätorianern der Stadt. Er garantiert eure Sicherheit. Warum brauche ich Schutz? Weil jemand, der in dieser Stadt wichtig genug ist, es entschieden hat. Ihr werdet beobachtet. Ihr habt irgendein hohes Tier beeindruckt oder verärgert. Jedenfalls will man nicht, dass ihr auf euch allein gestellt seid. Mhm. Also gut, gebt mir die Briefe. Ja, hier sind sie. Redet mit den Verfassern. Das sollte euch auf die richtige Spur bringen. Ich werde euch nicht belügen. Ich riskiere meinen Kopf, indem ich euch helfe. Aber ich werde nicht zulassen, dass ein einzelner Gnom das Gemeinwohl meines ganzen Volkes ruiniert. Falls ihr noch etwas braucht, sprecht mit Milou. Er ist euch während eures Aufenthalts im Sandsteingut zu Diensten. Was sind das für Briefe? Woher soll ich das wissen? Sie sind adressiert und unterzeichnet. Ich überprüfe sie nur auf Gift und Ähnliches. Findet einfach die Absender. Ihr könnt doch lesen, oder? Das wäre hilfreich. Ja, ich kann lesen, so. Ja, gute Jagd. Aha. Milou, zu euren Was Diensten. Was auch immer das heißt. So, wenn ich das jetzt nehme... Waren wir eigentlich fertig mit der Wüste? Wir hätten ja auch noch andere Sachen, die wir hier machen müssen, sehe ich gerade. Ah, ist ja auch egal. Ich nehme das jetzt erstmal an, neu in der Stadt. Wir sind ja gerade hier und dann könnte ich auch schon wieder rauslaufen. Will ich aber gar nicht. Will mich einmal hier noch ein bisschen umgucken irgendwie. Ein bisschen nach oben laufen. Ist das jetzt irgendwie... Aber das ist nicht so ein richtiges Zuhause. Nicht so wie im Netzwald unsere Hütte irgendwie mit Bett und so. Gibt's wahrscheinlich hier auch, aber irgendwie ist das alles so ein bisschen größer und öffentlicher und halt wie ein Hotel. Was ist das da hinten? Alles schon wieder voll verwinkelt. Okay, wir gehen gerade nach unten. Irgend so ein Keller oder was? Nee. Hä? Nee. Hm? Bin ich denn jetzt gelaufen? So, dann laufen wir hier durch. Ah, okay. Wir haben hier voll die... Ach, das ist mein Lager. Okay. Ich habe hier also doch mein eigenes Lager. Und hier habe ich ein schickes Bett. Alles klar. Das ist toll. Hier haben wir auch Regale. Über das Huhn. Ja, ich finde, wir sollten... Das ist sehr wichtig, dass man hier... die wichtigen Sachen des Spieles mitnimmt, wie zum Beispiel Bücher zu nehmen, die heißen Über das Huhn. Ich finde, das ist wichtig. Da muss ich jetzt unbedingt in die Gegenstände gehen und Über das Huhn etwas vorlesen. Das darf man auf keinen Fall verpassen in diesem Spiel, glaube ich. Ein Buch, das sich mit dem Huhn des Wesens des gemeinen Huhns befasst. Lesen. Erster Teil. Das Huhn ist der stille Titan, auf dessen Rücken Amalur schläft. Allgemein als Grundnahrungsmittel in jeder wohlhabenden Küche vorzufinden, hat das Huhn seine Fähigkeit bewiesen, überall mit minimalster Zuwendung zu gedeihen. Warum also haben so wenige von uns Gelehrten ein Buch oder zumindest einen Absatz oder eine Erwähnung diesem edlen Tier gewidmet? Hm? Diese Versäumnis werde ich nun nachholen. Ich werde eine unbeirrte und holistische Analyse des Urwaldgeflügels durchführen, das im Volksmund Huhn genannt wird. Und wie jeder geistig gesunde, praktizierende Wissenschaftler werde ich meine Studie mit einer Anatomie des anmutigen Geschöpfs und seines Verhaltens beginnen. Das wohl herausstechendste Merkmal des Huhns ist natürlich sein Kamm. Umgangssprachlich auch Grindlappen oder Mitarus, Missgriff genannt, wird dieser schlappe Fleischmantel in gebildeten Kreisen als Grossia majoris bei Hähnen bzw. Grossia minoris bei Hennen bezeichnet.
Viele haben schon Vermutungen über den Zweck dieser Auswüchse angestellt, wobei einige ihnen ein Mittel zur Kommunikation sehen. Das jedoch ergibt wenig Sinn. Müssen denn nicht auch Küken kommunizieren? Warum haben denn sie kein kleines Grossia Majoris bzw. Minoris? Nein, der Kahn des Huhns ist wohl viel eher ein nicht mehr benötigtes Rudiment, das zur Abwehr von Räubern ebenso verwendet wurde wie zur Navigation durch den ursprünglichen natürlichen Lebensraum des Huhns, den Ozean. Seht ihr, wie die Falten und Konturen dieser Auswüchse den Finnen aquatischer Fauna ähneln? Es ist kein Zufall. Das Huhn ist jedoch nicht alleine für seine physischen Eigenschaften bekannt. Das Huhn, insbesondere der Hahn, ist für die Gewissenhaftigkeit bekannt, mit der er den Beginn des neuen Tages verkündet. Das Maß, in dem die Tiere dieses Verhalten an den Tag legen, man möge mir Wortspiels verzeihen, ist zwar geringer als allgemein überliefert, die Berichte über das Verhalten an sich beruhen jedoch auf Tatsachen. Hähne verkündung, also okay, ganz viel Wichtiges über das Huhn gelernt. Es muss daher ihre Hoffnung sein, die sie dazu treibt, die Welt mit ihresgleichen zu überschwemmen, bis der Besitz an ihrer Rasse bedeutungslos wird und sie so endlich frei ist. Ja, Hühner sollten in Freiheit leben. Das kommt jetzt mal zum Plunder. Und wir haben wieder was ganz Wichtiges gelernt. Ich sehe das schon. Und jetzt gehen wir mal pennen. Das könnte ich in Wirklichkeit vielleicht auch mal tun. Und schlafen ganze 10 Stunden einfach mal durch. So, jetzt ist nämlich bestimmt auch munteres Treiben hier in der Stadt. Gleich, wenn wir hier zurück rauskommen. Wie geht's denn hier überhaupt zurück? Ist ja kompliziert hier. Hier werde ich nie wieder hingehen. Da ist das im Netzwald einfacher. Da ist auch der Schmied in der Nähe und so. Muss man nicht so ewig weit laufen. Und man kann hier auch noch querfeldein laufen. Titel laufen und... Ja, ich geh mal wieder runter. Guck mal, wo wir dann landen. Das ist kompliziert hier. Ich gehe jetzt wieder runter, genau. Und bin jetzt hier bei ihm. Seid gegrüßt, Herrin. Mein Name ist Milou und ich bin hier, um mich um alles zu kümmern, was den Haushalt des Sandsteingutes betrifft. Lasst es mich einfach wissen, falls ihr meine Dienste benötigt. Möchten wir seine Dienste in Anspruch nehmen? Heilung. So, ich könnte mich jetzt heilen, ich könnte Flüche aufheben. Ich weiß, habe ich überhaupt welche? Ich weiß. Lebt wohl, Herrin. Habe ich im Moment, bin ich verflucht? Ich glaube nicht, dass ich verflucht bin, aber ich muss sowieso hier rausgehen, um den Quest zu lösen. Oh ja, guck mal hier. Kaum ist Tag, ist die Stadt wieder voll und jetzt sieht man auch die ganzen gelben Kreisel. Und dann wissen wir, dass wir hier noch eine Menge zu tun haben. Zum Beispiel... Was? Mit ihm? Nee. Hier drinne, Domus Politica. Hier soll ich hin. Okay. Seid ihr? Ihr seid gekommen? Ja. Der neue Gast des Sandsteinguts. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Ich bin Kurdan Passant, ein Schreiber des Domus. Und ich brauche eure Hilfe, um eine delikate Situation zu bereinigen. Warum braucht ihr meine Hilfe? Ich wurde gebeten, eine Notstandsdepesche zu schreiben. Sollte die Lage der Alpha sich verschlimmern, würde sie einen Frieden zwischen Adessa und den Tuata-Armeen stiften. Sie sollte nie versendet werden, nur vorbereitet. Doch die Botin hat sie versehentlich mitgenommen. Sie muss zurückgeholt werden. Oberster Schreiberbrief, warum liegt es an mir? Woher wusstet ihr, wer ich bin? Ich habe den Papierkram erledigt, der für eure Unterbringung im Sandsteingut nötig war. Ich weiß, wer euch hier untergebracht hat, deshalb habe ich den Brief hinterlassen. Warum liegt es an mir? Ihr seid nicht an das gnomische Protokoll gebunden. Ich kann diese Aufgabe nicht selbst erledigen, wenn mich jemand dabei beobachtet, wie ich diesen Fehler korrigiere. Es würde nicht nur meinen Ruf ruinieren, sondern auch den Ruf des Gnoms, für den ich diesen Brief aufgesetzt habe. Ich muss unsere Integrität wahren. Oberster Schreiberbrief. Ja, ich habe mir ein wenig dichterische Freiheit erlaubt, als ich den Brief aufsetzte. Ich musste eure Aufmerksamkeit gewinnen, egal wie. Verzeiht die Täuschung, aber ich versichere euch, meine Absichten sind ehrlich. Ich helfe euch, wo soll ich anfangen? Ihr müsst die Botin finden. Eine Reisende namens Parven Vell. Sie sagte, sie wäre auf dem Weg nach Rathir. Aber sie hat vielleicht im Lager der Reisenden in Apotyre Halt gemacht.
Sonnenlager wird es genannt, wenn ich mich nicht irre. Okay, wo soll ich die Depesche suchen? Depesche. Eine Botin sollte sie nach Rathir bringen. Eine Reisende namens Pavi, gut, die ihr meint. Ja. Das mache ich dann das nächste Mal. Guck dann auch, was können wir hier noch in der Stadt machen. Schau mal, was haben wir noch zu tun. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part von Kingdoms of Amalur: Reckoning. Bis dann.